Yeah. Und selbst wenn es mal für Krisen keinen Grund gibt, fühle ich mich trotzdem bedroht, obwohl das wieder die Vernunft ist. Ich war zu lange antriebslos, um Lösungen zu finden, doch nun raffe ich mich auf, um neue Wege zu ergründen. Tausche passiv gegen aktiv, so gut es mir gelingt, denn es wird sich nichts ändern, wenn ich nur im Ruhemodus bin. Ich bin zu oft durch den Wind und suche einen Sinn. In Wahrheit weiß kein einziger, wie unglücklich ich bin. Ich bleib allein damit, kein Mensch würde das kapieren. Und selbst wenn, wär's sehr wahrscheinlich, dass es sie nicht interessiert. Und darum schreib ich nur depressive Texte. Ich seh die Welt als Knast und weiß das Leben nicht zu schätzen. Was gewesen ist, vergessen oder wenigstens verdrängen. Aber realistischer ist, dass ich elendig verrecke. Ich zerbreche an Erwartung, mach die gleichen Fehler wieder, so als hätte ich keine Ahnung. So viele Lebensjahre ziehen vorbei wie Nebelschwaden, und die meisten sind bloß grau und trist wie Regentage. Unsere Ziele sind im Grunde alle fehlgeschlagen. Der Stress fickt den Kopf wie ein Tumor in der Schädelbasis. So viele Lebensjahre ziehen vorbei wie Nebelschwaden, und die meisten sind bloß grau und trist wie Regentage. Unsere Ziele sind im Grunde alle fehlgeschlagen. Der Stress fickt den Kopf wie ein Tumor in der Schädelbasis. Und wieder mal ein Tag, an dem ich zu nichts in der Lage bin. Denn um mich mal aufzuraffen, fehlt mir wohl der wahre Sinn. Denn es kommt mir vor, als ob ich nichts verändern kann, sodass ich mir schon wieder denke, tot wäre ich besser dran. So kommt es, dass ich nur zu Hause vorm PC bin, während Freunde sich verabreden und draußen unterwegs sind. Sie sind der Meinung, sowas würde mir helfen, aber ich glaub nicht, wenn so lang schon meine Psyche verwelkt ist. Über Gefühle zu sprechen ist schön und gut, aber das muss man können. Plus ich bin zu kompliziert und habe wenig Lust auf Menschen. Ich bin sicher nicht auf dieser Welt, um rumzuhängen. Ich muss nicht beweisen, doch ich habe keinen Grund zu kämpfen. Zu viele Zweifel, die mich innerlich zerreißen, denn ich brauch eine halbe Ewigkeit, um mich mal zu entscheiden. Doch egal welchen Weg ich wähle, am Ende läuft es wieder mal darauf hinaus, dass ich mich doch nur durch das Leben quäle. So viele Lebensjahre ziehen vorbei wie Nebelschwaden, und die meisten sind bloß grau und trist wie Regentage. Unsere Ziele sind im Grunde alle fehlgeschlagen. Der Stress fickt den Kopf wie ein Tumor in der Schädelbasis. So viele Lebensjahre ziehen vorbei wie Nebelschwaden, und die meisten sind bloß grau und trist wie Regentage. Unsere Ziele sind im Grunde alle fehlgeschlagen. Der Stress fickt den Kopf wie ein Tumor in der Schädelbasis.